Wenn ihr schon einmal in Japan gewesen seid oder euch Videos über Japan im Internet angeschaut habt, werdet ihr vielleicht eine Sache in Großstädten dort bemerkt haben. Und zwar, dass an jeder Ecke, in jeder Gasse und an jeder Straße Getränkeautomaten, sogenannte Vending Machines, zu finden sind. Automaten, wo man sich Snacks oder Getränke einfach und schnell mit Münzen holen kann. Diese Getränkeautomaten haben wir natürlich hier auch in Deutschland, doch in Japan sind sie viel, viel beliebter und stehen überall. Und an sich ist das Ganze auch gar kein Problem und sie sind extrem beliebt bei sowohl Einheimischen als auch bei Touristen. Doch vor gar nicht allzu langer Zeit gab es eine Zeit, wo Menschen in ganz Japan Angst davor hatten, sich Getränke von diesen Maschinen zu holen. Und zwar, weil ein Täter in Japan sein Unwesen trieb, der es tatsächlich schaffte, über 10 Menschen zu beseitigen, ohne jemals gefunden zu werden. Bis heute weiß man nicht, wer dieser schreckliche Täter ist und warum er seine Taten begangen hat, aber ich möchte euch heute einmal erklären, warum es eine Zeit gab, wo niemand sich mehr traute, wirklich Getränke von diesen Maschinen zu holen. Damit wir aber verstehen, was genau hier passiert ist, müssen wir erstmal eine Frage klären. Warum genau gibt es in Japan so unfassbar viele von diesen Getränkeautomaten? Und die Antwort darauf ist relativ simpel, denn während das für zum Beispiel uns hier in Deutschland seltsam erscheint, ist es in Japan eine gute Methode, um kostengünstig Produkte auf den Markt zu bringen. In Großstädten in Japan sind die Mieten extrem teuer und der Platz ist sehr begrenzt. Das heißt, viele Supermärkte haben nicht so die Möglichkeit, viele Produkte anzubieten, da sie keine großen Lagerräume haben, wo sie diese Produkte unterbringen können. Dadurch werden eben viele Produkte gar nicht erst in Supermärkte aufgenommen, aber wenn Firmen trotzdem günstig ihre Produkte unter die Leute bringen wollen, dann kaufen sie einfach diese Getränkeautomaten und bieten ihre Produkte darin an. Dies ist etwas, was sehr beliebt ist bei Japanern und auch eben bei Touristen. Jeder, der nach Japan kommt, benutzt diese Dinge eigentlich. Doch im Jahr 1985 passierte etwas Schreckliches. Genauer gesagt am 30. April 1985, als ein Trucker auf einmal eben in einer sehr ruhigen und abgeschiedenen Gegend so einen Getränkeautomaten fand. Es war nicht der einzige Getränkeautomat in der Gegend, aber er wollte sich eines seiner Lieblingsgetränke einmal schnell holen und bemerkte dabei etwas Besonderes. Denn ihr müsst wissen, eine Getränkemarke in Japan hatte eine ganz besondere Werbeaktion gestartet. Diese Werbeaktion lautete wie folgt. Wenn ihr dieses Getränk kauft, ein besonderes isotonisches Getränk mit Vitamin C, dann kann es passieren mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass ihr nicht nur eine Flasche davon bekommt, sondern zwei. Es war also quasi dieses Kauf 1, Krieg 1 gratis dazu Prinzip, das dafür sorgen sollte, dass mehr und mehr Leute dieses Getränk zu sich nehmen. Dies lag daran, dass die Firma, die diese Idee gestartet hat, relativ große Geldprobleme hatte. Es war also ein ziemlich einfacher Weg, um eben Leute auf die Marke aufmerksam zu machen und dafür zu sorgen, dass Leute das kaufen, weil sie glaubten, sie machen einen guten Deal. Nun kam es aber dazu, dass dieser Mann 1985 mit ansah, wie auf der Getränkemaschine obendrauf eben genauso ein Getränk stand. Das Getränk von dieser Firma stand einfach obendrauf und war noch komplett voll. Er dachte, dass das Ganze ein Glücksfall ist und nahm dieses Getränk mit. Denn ihr müsst wissen, so etwas ist nicht seltsam. Es kommt häufiger mal vor, dass in Japan zum Beispiel diese Maschine Defekte haben und mehr als eine Flasche beispielsweise rauskommt. Aber viele Japaner sind vom Charakter und von der Art so, dass sie diese Extraflasche gar nicht mitnehmen, sondern einfach dort stehen lassen, um sie quasi als Geschenk dort zu lassen für jemand anderen, der sie vielleicht gerade gebrauchen kann. Für jemanden, der durstig ist und vielleicht gerade kein Geld hat. Es ist also eine nette Geste, die in Japan nicht untypisch ist. Und so dachte dieser Trucker eben auch, dass irgendjemand einfach nur eine nette Geste zurückließ und deswegen dieses Getränk oben auf diese Maschine stellte. Er nahm es mit sich in seinen Wagen und trank davon etwas. Doch schon kurze Zeit nachdem er das Getränk eben zu sich genommen hatte, bemerkte er, dass es ihm überhaupt nicht gut ging. Er fing an, unfassbare Schmerzen zu haben, die in ihm drin anfingen. Er hatte das Gefühl, irgendwie alles in ihm drin würde brennen. Es waren Stiche, es war ein unbeschreibliches Gefühl. Er schaffte es noch eben, einen Krankenwagen zu alarmieren und wurde ins Krankenhaus gebracht, nur dass dort dann festgestellt wurde, dass dieser Mann vergiftet wurde. Ein ganz besonderes Gift, das normalerweise verwendet wird, um zum Beispiel Unkraut wegzuätzen, wurde in das Getränk reingemischt.
Das Problem war nämlich gewesen, dass diese Getränkemarke einen Schraubverschluss hatte, wo man nicht sehen konnte, ob dieser Schraubverschluss schon einmal geöffnet wurde oder noch nicht. Das bedeutet, irgendjemand war dorthin gekommen, hatte dieses Getränk bestellt, hatte es aufgeschraubt und dieses Gift hineingemischt und dann wieder verschlossen und obendrauf gestellt, in der Hoffnung, irgendjemand würde vorbeikommen und das Getränk zu sich nehmen. Das Ganze war ein schrecklicher Vorfall und leider wussten die Ärzte zwar, welches Gift es gewesen ist, aber sie konnten nichts tun, um den Menschen zu retten, der es zu sich genommen hatte. Sobald man dieses Gift nahm, war es quasi das Todesurteil. Denn ihr müsst wissen, wenn von diesem Gift auch nur ein bisschen auf die menschliche Haut gelangt, wird diese sofort anfangen, Blasen zu schlagen und das Gift ätzt sich durch Hautschichten hindurch und zerstört eben verschiedenste Blutlaufbahnen darunter. Das heißt, schon in die Berührung mit dem Gift zu kommen, ist extrem schmerzhaft. Wenn man dieses Gift dann aber auch noch trinkt, dann kommt es dazu, dass man sich einmal die ganze Speiseröhre verätzt, Verätzungen in den Lungen kriegen kann und eben dieses Gift sich auch durch andere Organe hindurchätzt. Letztendlich hat man keine Chance, die Annahme oder Zusichtnahme von diesem Gift zu überleben. Die Polizei versuchte natürlich herauszufinden, wer das Ganze getan hatte, aber hatte überhaupt keinen Hinweis. Damals gab es noch nicht so weit verbreitet DNA-Prüfung und man wusste nicht, wie man an die Sache herangehen sollte. Man hoffte einfach, dass das Ganze ein einmaliges Ding gewesen ist. Ein Täter, der eine Sache gemacht hat, aber danach nie wieder. Doch die Polizisten lagen falsch. Denn bereits im September des gleichen Jahres kam es zu dem nächsten Vorfall, wo ein weiterer Mann starb. Und zwar auf die gleiche Weise. Er ging eben zu dem Getränkeautomaten und diesmal stand dieses besondere Getränk zwar nicht oben drauf, aber es war in der Klappe unten drinne. Es wirkte so, als hätte jemand sich ein Getränk bestellt, hätte seins rausgenommen und dieses Zusatzgetränk wäre einfach drinne liegen geblieben, weil er das gar nicht bemerkt hatte. Und so dachte sich ein junger Mann, der es gefunden hatte, dass er scheinbar Glück hatte und dieses extra Getränk bekam. Doch auch in dieses Getränk war das Gift hineingemischt worden, der Mann trank es und starb ebenfalls im Krankenhaus. Und einen Monat später, im Oktober 1985, kam es dazu, dass ein weiterer junger Mann, ein Student, der 22 gewesen ist, ebenfalls wieder eine Getränkedose fand, beziehungsweise diese Flasche fand, die direkt neben die Getränkemaschine auf einen Mülleimer gestellt wurde und die ebenfalls noch voll war. Auch er wusste nicht, dass sie bereits vorher einmal geöffnet wurde und Gift hineingefügt wurde, und so trank er sie zu Hause und starb ebenfalls an den Folgen der Vergiftung. Und das Ganze geht so weiter. Insgesamt starben in dem Jahr 1985 und 1986 11 Menschen an diesem Gift. Dieser Täter war also wirklich ein schrecklicher Serientäter, der nicht aufhörte. Und seine Taten waren nicht auf eine Region in Japan beschränkt gewesen. Stattdessen reiste er quasi durch einen großen Teil Japans, durch unterschiedliche Großstädte und machte immer wieder das Gleiche. Das Ganze ging so weit, da die Polizei immer noch keine Hinweise hatte, dass man sich nur auf eine Möglichkeit aussah, wie man das Ganze stoppen könnte. Man brachte damals auf fast alle Getränkeautomaten, die man finden konnte, Schilder an. Und auf diesen Schildern stand dann immer drauf: Bitte trinkt keine Getränke, die irgendwie in den Fächern drin sind oder neben den Maschinen stehen. Einfach aus Sicherheit, weil sie vielleicht vergiftet sind. Viele Menschen in Japan hatten natürlich über die Nachrichten und über diese Zettel an den Maschinen mitbekommen, was hier vor sich ging, und hatten unfassbare Angst davor, Getränke aus diesen Maschinen zu holen. Es ließ sich natürlich nicht jeder davon abbringen, da eben die Getränke, die man direkt bekam, relativ sicher waren, aber trotzdem herrschte natürlich eine große Unruhe. Viele Leute würden wahrscheinlich sagen, man könnte doch einfach irgendwelche Überwachungskameraaufnahmen angucken oder Zeugen befragen, die gesehen haben, wie eine zwielichtige Gestalt irgendwie eine Flasche dorthin stellte. Doch leider ging das eben nicht. Die betroffenen Getränkeautomaten waren nie in gut belebten und bewachten Regionen gewesen, sondern immer in Seitengassen und wenig bewohnten Straßen. Die Orte, wo niemand eine Überwachungskamera stehen hatte und wo eben zum Beispiel nachts auch niemand mehr nach draußen ging. Wenn jemand diese Orte besucht hatte, konnte er absolut unbemerkt seine Tat vollbringen und danach wieder verschwinden. Das Ganze nahm einen Höhepunkt, als auf einmal eine junge Frau starb. Auch sie hatte das Gleiche getan, ein Getränk gefunden, es mit nach Hause genommen, getrunken und wurde dann von dem Gift dahingerafft. Doch nachdem diese junge Frau verstarb, hörten auf einmal die schrecklichen Vorfälle auf. Als das 11. Opfer verstarb,
war es alles vorbei gewesen und es kam seitdem nie wieder dazu, dass eine vergiftete Flasche in so einer Maschine gefunden wurde. Die Firma hat natürlich auch reagiert gehabt und hat die Verschlüsse gewechselt, damit sowas nicht nochmal passieren könnte. Aber trotzdem fiel Polizisten etwas Besonderes an diesem letzten Opfer auf. Denn alle Opfer, die zwar aus verschiedenen Regionen kamen und auch verschieden alt waren, hatten eine Sache gemeinsam. Sie alle waren Männer gewesen. Bis auf die letzte Person, die verstarb. Nur die letzte Person war eine Frau. Und deswegen gab es bis heute die Vermutung, dass vielleicht der Täter eine Frau gewesen ist, die sich an Männern rächen wollte, oder ein Mann gewesen ist, der Männern schaden wollte, aber kein Frauen. Es ist tatsächlich so, dass dieses Getränk, über das wir hier sprechen, dieses isotonische Getränk mit Vitamin C, ein Getränk ist, das hauptsächlich an Männer beworben wird. Es ist ein Getränk, wo man Männern quasi sagt, wenn ihr Sport machen wollt, wenn ihr aktiv sein wollt, wenn ihr fit sein wollt auf der Arbeit, dann trinkt das. Es ist also ganz gezielt darauf aus, dass Männer es kaufen. Wenn man also so ein Getränk vergiftet, dann könnte man davon ausgehen, dass höchstwahrscheinlich Männer es sein werden, die es auch zu sich nehmen. Die Regionen, wo viele dieser Getränkeautomaten auch standen, waren eben Regionen, wo hauptsächlich Männer unterwegs waren. Zum Beispiel eben Leute, die zu der Arbeit gingen, weil dort eben viele Bürogebäude waren, wo hauptsächlich Männer arbeiteten. Das heißt, man könnte es hierbei mit einer Person, ob männlich oder weiblich, zu tun haben, die einfach möglichst vielen Männern Schaden zufügen wollte. Als es dann aber dazu kam und durch die Nachrichten Bescheid gegeben wurde, dass eine Frau nun dahingerafft wurde von dem Gift, merkte die Person, dass der Plan schiefgelaufen war, und um zu verhindern, dass weitere Frauen betroffen sind, hörte die Person auf, diese schrecklichen Taten zu begehen. Wie gesagt, das Ganze ist nur eine Theorie und auf gar keinen Fall irgendein Beweis, den man anbringen kann. Aber es gibt auch noch eine andere Vermutung. Und zwar, dass wir es hierbei mit einem Studenten zu tun haben. Es könnte nämlich sein, dass all diese schrecklichen Taten von einem Studenten verübt wurden, der das warum auch immer getan hatte. Der Grund, warum man da vermutet, dass es ein Student sein könnte, liegt daran, dass eben die Region beispielsweise ein Weg von einer Uni zu einem Heimatort sein könnte. Da es ja über verschiedenste Großstädte ausgetragen wurde, vermutet man, dass zum Beispiel ein Student in Osaka zur Universität ging und dann über die freie Zeit zurück nach Hause fuhr. Es könnte dann also sein, dass er auf dieser Fahrzeit von eben Osaka nach Hause und von zu Hause nach Osaka zurück diese Taten in Großstädten, wo er vorbeikam, verübte. Das Besondere hierbei ist, dass die schrecklichen Taten auch dann genau aufhörten, als quasi das neue Semester losging, als also wieder die Universität anfing nach der Ferienzeit. Vielleicht hatte der Täter dann einfach keine Zeit mehr gehabt, weiterzumachen und deswegen aufgehört und in den nächsten Ferien nicht wieder angefangen. Genau sagen kann man es nicht. Letztendlich tappen wir bis heute im Dunkeln und es gibt nicht auch nur einen Hinweis darauf, wer es gewesen ist. Deswegen solltet ihr eben irgendwann mal irgendwo Flaschen sehen, wo ihr nicht sicher sein könnt, dass sie nicht schon einmal geöffnet wurden, seid am besten ganz vorsichtig und überlegt zweimal, ob ihr wirklich den Inhalt trinken wollt, der in der Flasche ist. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich fand, es war ein sehr interessanter Fall und wollte ihn gerne mit euch teilen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.